Einen wunderschönen guten Abend, Ladies und Gentlemen, Boys und Girls, werte Ojimisten, Follower, Abonnenten und ihr alle des Axolotl-Kultes. Einen wunderschönen guten Abend. Na, auch alle am Schwitzen? Ich sag's euch, grausam war's, grausam war's. Erstmal gucken, den Chat anmachen, Notifications anmachen. Da knallen wir noch ein bisschen Musik rein. Oder, das ist eigentlich unnötig, weil ich würde eigentlich sofort eher mit Ding starten. Shadowman, genau. Hoi, hoi. Na, auch am Schwitzen gewesen? Alter, ohne Witz, ich bin eingegangen. Mein Hirn geschmolzen, klein, Großhirnrinde geschmolzen, Kleinhirnrinde geschmolzen, mein ganzer Körper geschmolzen. Ich bin jetzt auch gerade vor 5 Minuten erst zu Hause angekommen. Weil ich war zwar schon davor da, hab Feierabend gemacht um wann? 16.30 Uhr. Dann blitzschnell hier mein Zeug fürs Auto zusammengesucht und dann sofort wieder zurückgefahren und bei meiner TÜV-Stelle abgegeben. Und hast du nicht gesehen. Und jetzt ist mein Auto in guten Händen. Und theoretisch könnte ich es morgen Abend abholen. Maximum um 18 Uhr. Aber ich muss morgen von 9 bis 18 Uhr arbeiten. Und deswegen werde ich mein Auto erst am Mittwoch abholen können. Oh Mann. So, wir machen jetzt sofort weiter mit Shadowman. Irgendwas. Igitt. Weil ich dachte gerade, irgendwas krabbelt da an meinem Nacken. Jetzt habe ich gerade nach hinten gefasst und nachgeschaut. Da ist wirklich eine Spinne oder sonst irgendwas. Gerade irgend sowas. So ein Vieh ist gekrabbelt an meinem Nacken. Das war. So. Jetzt wird es nur ganz kurz laut. Infinite Screen bitte. Perfekt. Viele Jahrtausende schon. Schützen. Kennen wir schon. So. Habe ich vergessen noch zu zeigen beim letzten Male. Haben wir weitere Geheimnisse? Spielen sie als ein Hund? Spielen sie als Deadwing? Spielen sie als Dupi? Spielen sie als Netty? Unsichtbarer Mann-Modus? Feuer-Modus? Dickschädel-Modus? Ich meine, es gibt noch große Hände und Füße. Und dann gibt es noch Area 51 und Disco-Modus. Also drei Geheimnisse noch. So, ansonsten haben wir auch soweit alle. Hey, Spaceman. Hey, Weltraumkadett. Okay. Ich sehe gerade, hier fehlt noch von Jack the Ripper. So. Perfekt. So, Abenteuer fortsetzen. Machen wir weiter, wo wir aufgehört haben. Und das dürfte eigentlich beim Asylunterstadt sein. Vorausgesetzt, ich komme auch wirklich dort raus. So, das habe ich schon eventuell. Und wenn nicht, das auch nicht stimmt. Ist eh kein 100%. Von dem
Lebensenergie, das gefällt mir. Ich habe volles Leben, das gefällt mir auch. So, jetzt bin ich einmal im Kreis. Alles gut. So. Also bei uns, ohne Witz, es war so richtig heiß und jetzt war ich froh, weil wo ich Richtung TÜV gegangen bin, hat es endlich mal geregnet. Und nur dachte ich, yay. Jetzt. So, dann gehe ich mal hier hin. Falls da irgendwo im Außenbereich sind, so. Das kann ich lieber, wenn ich das sehe. Eigentlich würde ich ja das Flambeau. Das ist der Ausgang, von dem wir gekommen sind. Warte mal hier. Meine Waffen parat. Ah, hier oben geht's, glaube ich. Und ein Geheimnis. So. Jetzt muss ich gerade überlegen. Oh, da ist ja noch einer. Streambeginn 18.30 Uhr, dann ist Ende spätestens 21 Uhr. Passt perfekt. Dann kann ich nämlich mich noch um meinen Privatkram kümmern. Und was wollte ich jetzt sagen? Oh! Really? Und bevor wir aber das Stream beenden, werde ich dann mal die Unterschiede zwischen Cut und Uncut zeigen. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Gut, wenn ich mich hier fallen lasse, gibt es ein Geheimnis. Das weiß ich auf alle Fälle. Damit halte ich die an. Ja, perfekt. Ansonsten kommen wir nicht lebendig da unten an. Ja, ich bin richtig. Der letzte Wunschspreizer. Ich wusste es doch. Weil in der Nähe war ja doch irgendwo. Das ist eine Kathedralenfenster. Auf das wir gelatscht sind. Und wo ich gesagt hatte, irgendwo da muss doch sein mit Wunschspreizer. Perfekt. Ja, da können wir nämlich auch noch die 5 quasi als Showdown machen. Als Showdown, Quatsch, als Finale, mehr oder weniger. Jack the Ripper muss ich ja noch machen. Aber da habe ich ja schon den Schnellreisepunkt. Avery Marx steht noch bevor und dann das Gebiet des Echsenkönigs, wo auch Marco Cruz und Milton Pike mit drin sind. Dann machen wir das nämlich in einem Rutsch. Okay, keine Kado. Ist nicht schlimm. Aber ich glaube, als ich damals Let's Play-mäßig gemacht habe, habe ich auch nur so viele Lebensenergien gehabt. Gucken, wo war denn? Ich dachte, hier gäbe es irgendwo das Fenster.
auf dem Boden oder in der Luft, wo ich auf die Dinger drauf gelatscht bin. So, und weiter geht's ja nicht mehr. Das ist ja quasi Sackgasse. Geh mal wieder zurück. So, ich weiß, ich müsste weiter hoch, auf alle Fälle. Wie viele dunkle Seelen habe ich hier nochmal gesammelt? Nur eine. Okay, zwei fehlen noch. Die kriegen wir aber schon los. Und schwupp. Bin auch wieder, wie gesagt, ich kann hier nicht allzu regelmäßig in den Chat gucken. Weil das ist Bildschirmaufnahme, es sieht halt scheiße aus. Und dann nochmal der Hinweis, solltet ihr meinen Livestream verpasst haben, keine Panik. Bis auf YouTube nachzukommen. Also rübergezogen habe ich die Videos, aber die müssen glaube ich noch freigegeben werden. What? Ja, jetzt bin ich. Halte mal, jetzt bin ich hier in diesem Raum. Von da sind wir, glaube ich, ja gekommen. Ach, dann ist unter mir die... der Wunschspreizeraum. Vermute ich mal. Ja, dann ist unter mir der Wunschspreizeraum. Auf jeden Fall ist das hier der Raum, wo der Wunschspreizer ist. Der ist dann quasi unter uns. Genau, da bin ich ja hier und dann sind wir von da gekommen. Ich erinnere mich. Oder bin ich von hier gekommen? Unterstadt ist so verwirrend. Es gab ja nur zwei solche Turbinenräume. Aber ich glaube, Asyl-Unterstadt war sehr klein. Nee, von da bin ich gekommen, da geht es zur zweiten Turbine. Ich bin noch mal kurz hier rum. Raum. Lagerraum. Ich dachte, ich hätte gerade Gegner gehört. Hier war ja der erste Boden. Genau. Wenn ich durch die Tür gehe... Ah, nee, da kann ich genauso gut... Weg nach unten gehen und das Geheimnis mitnehmen. Zumindest glaube ich, dass es nur zwei solche Turbinenräume gab. Gucke ich jetzt mal kurz in den Chat rein. Acht hatte ich. Aber keine neun. Und das wusste ich ja mit dem Mundspreizer. Jetzt. Und springe. Das ist halt ein bisschen verwirrend. So.
dort war der Wunschspreizer. Und jawohl. Really? Hä? Okay, Geheimnis nicht bekommen. Why? Ich hab's. Ah. Perfekt, die nächste dunkle Seele. So, hier entlang. Wobei halt. Hier kam ich. Genau. Und top. Ah, stimmt, ja. Habe ich den einen Raum übersprungen quasi? Und bin nicht so entlang gegangen? Ja, das kann sein. Ich glaube, beim letzten Mal bin ich nicht hier so entlang gegangen. Da bin ich ja komplett anders, oder? Ich brauche Flambeau. Flambeau ist ein bisschen unnütz. Der leuchtet nicht so richtig, wie ich war. Nee, hier geht's doch weiter. Ah. Stimmt, ja. Halt, von da bin ich gekommen, genau. Ein bisschen verwirrend. Es gab's ja nichts. Sag mal, wie weit nach hinten geht es hier? Dann waren doch die Dinger viel größer, als ich erwartet hatte. Okay, das ist auch der Hammer. Man greift mit einer Voodoo an. Und wenn man dann mit der Schattenwaffe schießt, dann muss man nochmal mit der Schattenwaffe draufhalten. So, hier geht's hoch. Genau. Aber ich will erstmal mich unten mehr oder weniger umgucken. Umdrehen und hoch da. Ansonsten, wie war euer Tag so heute? Meiner war ziemlich stressig, meiner war ziemlich bäh und meiner war verdammt heiß. Ja, Kado, 50 Stück mal wieder. Jetzt doch 49 und ich könnte. Aber es geht schon. So. Okay, dahin ist doch die Tür, aber ich glaube, ich komme da. Kann ich von hier rein? Ich meine ja. Oh, halt. Ach, das war die eine dunkle Seele hier. I remember this.
Und ihr Kado. Und noch ein Gegner. Machen wir hier auf. Ich glaube, hier war dieser eine Raum. Tür ist auf. So ein dämlicher Kreisgang war. Sehr schön. Ich meine, das war so ein verdammter Kreisgang hier. Man irgendwie noch von anders. Aber erstmal gucken, was es hier noch so gibt. Noch eine Kado und noch eine Kado. Einmal hier rüber hopsen. Ich meine, hinter dieser einen Tür, in diesem kleinen Mini-Kreisgang, gab es noch eine dunkle Seele, aber die war ein bisschen blöd zu erreichen. Gut, keine Gegner. Warte, wo bin ich denn jetzt? Oder war hier eine Kado? Kletterpassage auf alle Fälle. Jetzt komme ich zum Geistgang. Haha, perfekt. Und noch mehr Kado. Verdammt. Irgendwas pulsiert hier. Aber nicht so Govi-mäßig, sondern eher so. Wo? Wo? Nein! Eine True Form. Ich glaube, ich spinne. Das war's. Oh boy. Hier das Rohr pulsiert so wumm, wumm. Tut mir leid, Steve. Ich bin auf meinem Privatkanal und ich glaube, wenn ich mich wieder umlogge auf OGM Live, dann wird er wahrscheinlich wieder nach einem Ding fragen. Von wegen so, ja bitte und so weiter. Deswegen habe ich gedacht, nee, komm, lasste. Gibt's halt kein GTA 5. So wie es da dran steht. Muss gerade überlegen, ab wann ist die True Form nochmal rausgekommen? War das jetzt? Ja! Perfekt. Und damit hätten wir die letzte dunkle Seele. Ja, Voodoo liegt ja jede Menge rum, weil ich auch Ensigne hätte nutzen sollen. Ich brauche Flambeau. Dass Flambeau nicht irgendwie noch heller Bereiche erleuchtet, das finde ich halt schade. Sondern immer nur ein kleiner Radius um Shadowman. Was ist das für ein...
Klecks. So. Tja, damit hätte ich eigentlich alle dunkle Seelen. Und wir sind hier fertig. Gerade nachschauen. Ja, Tatsache. So, 8 von 8, 4 von 4, 4 von 4, 13 von 13, 12 von 12, 11 von 11, 11 von 11, 0 von 11, ja, wer hätte gedacht. 15 und dann noch die 5, dann wären wir bei 120. Perfekt. Mehr oder weniger, so wollte ich es haben. Machen wir es mal Check. Bitte keine Hunde. Oh, euch soll alle die Pest und die Cholera holen. Die Mondschaltsonate. Nicht wirklich beruhigend bei diesen ganzen Hunden. Ja. Aber es tut gut, mal was anderes zu hören als... Naja, ihr wisst schon. Wollte gerade sagen, really? Aber hier kam ich durch. Das muss jetzt sein. Ich muss den Ventilator anmachen hier. Ich schwitze. Oh, ist das angenehm. Ab. Oh, stimmt ja. Wollte gerade sagen. Dieses Getappel macht mich fertig. Gerade hier. Witzigerweise aber, dieses Getappel, ich glaube, wenn man Michael LeRoy ist und nicht Shadowman, dann taucht hier nämlich bei diesem Getappel Jack auf und greift Michael LeRoy an. So. Runter da. Und hier dann. Ich würde sagen, nicht die dunklen Gitter. Aber alles gut. Boah, ich bin jetzt gerade schreckhafterweise schnell hochgesprungen. Weil ich dachte, da unten wäre ein Zombiehund. Aber die sind dort. So, Jack wird halt eine kleine Drecksau sein. Ich muss gucken, wie ich den Blatt bekomme. Weil der taucht ja immer hinter mir auf. Und mich mit Entzeinde zu wehren, das frisst jede Menge Voodoo. Und dann, bevor ich irgendwie agieren kann, springt er wieder nach oben.
Wollte gerade sagen, habe ich nicht den Schalter hier schon mal aktiviert? Tausch das mal gegen Asson aus. Asson ist immer noch eines meiner Lieblings-Voodoo-Artefakte. Macht ganz moderat Schaden, verbraucht nicht so viel Voodoo. Bloß bei Jack muss ich mir halt was einfallen lassen. Ich meine, ich könnte das Bator benutzen. Zum Zustechen mehr oder weniger. Macht auch ganz gut Schaden. Verbraucht aber jede Menge Voodoo. Jetzt bin ich wahrscheinlich falsch gelaufen, oder? Weil hier gab es ja eigentlich nur Karton. Hier habe ich mich ja schon verfranst. Mehr oder weniger. Ah, ne, hier ging es ja weiter. Und, oder ich könnte das Flambeau benutzen. Das sei auch eine gute Kombo. Aber wie gesagt, ich muss mich auch verteidigen. Weil Jack macht höllischen Schaden. Mit seinem Jagdmesser, Säbel, was auch immer. So. Ach stimmt, jetzt muss ich ja rüberhangeln. Ja, aber wie schon erwähnt, das ist einer der Wege, um zu Jack zu gelangen. Es gibt ja noch einen anderen Weg, eine Abkürzung quasi. Und ich frage mich da echt, wer kam auf so eine Idee oder wie sollte Jack jemals auf so eine Idee kommen? Sowas zu kreieren, zu bauen, zu erstellen, oder vielleicht war das schon so, keine Ahnung, dass man zu ihm gelangt. Wo ich mir auch so denke, really Jack? Echt jetzt? Geschafft. Ich rechne überall mit diesen verdammten Hunden. Gut, zwei Level 9er Schüsse, alles Paletti. Ich hab's. Hier gab's ja keinen Hund. Meines Erachtens, meines Wissens. Ich hab's. Alter. Und ich muss das Ding wieder aktivieren.
Really? Und sofort rast mein Blutdruck und mein Puls wieder auf über 180. Oh mein Gott. So, dann ab durch das Leichenzimmer. Heilige Scheiße. Durch den Akkumulatorraum. Und zurück Richtung Anfang. Genau, und hier entlang. So. Jetzt nur überlegen, wie Jack am besten besiegen. Ich weiß, wie ich ihn vielleicht knacken könnte. Stimmt ja. Ja, mit einer Shotgun könnte ich ihn auch. Stimmt ja. Ihr hättet nicht kommen sollen, Michael Leroy. Mein Kommen war unabwendbar. So lautet die Prophezeiung. Es ist meine Bestimmung. Eure Bestimmung ist der Tod. Das ist das Schicksal aller Sterblichen. Ich bin aber nicht länger sterblich. Ich kann nicht sterben. Ja, sterben ist ganz leicht. Das habe ich im Laufe meiner Existenz schon häufiger getan. Und nun bin ich zurückgekehrt. Als mordlustiger Messias. Als auferstandener Avatar. Ein göttlicher Diener für meines Meisters vorzüglichen Plan. Wenn Sterben so leicht ist, macht es dir ja sicher nichts, wenn ich dich jetzt wegpuste. Du jämmerlicher Psycho. Versuchen könnt ihr's ja, Michael Leroy. Aber seid gewarnt. Glaubt nicht, dass das leicht sein wird. Denn unser sind viele. Perfekt. So. Nix da. Ah, falscher Weg. Na komm. Ist das der richtige Gang? Really? Ah, hier. So, wo ist er? Weil hier erwische ich den auf alle Fälle. Ja, ich hab ihn. Aus der Halle. Aus der Halle. Aus der Halle. Aus der Halle.
macht Jack Schaden. Au! Ja, ich hab ihn! Das wird mir sicher von Nutzen sein. Oh, weil das ist mir nämlich eingefallen. Alter, der hat mir 5 Energieeinheiten abgezogen, die Drecksau. Prisma! Dunkle Seelen gehören mir! Weil es gab ja nämlich so einen engen Durchgang. Und da ist mir nämlich letzten Endes eingefallen. So, ja, und in dem engen Durchgang, wenn Jack versucht, an die Decke zu gehen, da kann man ihn auf alle Fälle ganz locker und gemütlich wegrotzen. Und damit hätten wir einer der 5 besiegt. Fehlen nur noch 4. Aber erstmal wird alles vollgefüllt. Voodoo, auch wenn ich schon hab. Lebensenergie. So. Alles Voodoo. Ja, Entseine hätte ich nutzen können. Aber wie gesagt, halt, Wasser, wo es so richtig schön abbremst. Na also. Auf jeden Fall sind wir hier in diesem Gebiet fertig. Eine dunkle Seele haben wir und es gab auch nur eine dunkle Seele, nämlich Jack. Gab es hier noch was? Aber ich glaube eher weniger. So, jetzt ist Lebensenergie auf alle Fälle voll. Jawohl. Aha. Was haben wir denn hier? Ladies and Gentlemen, darf ich vorstellen, ein Seelentor. Quasi genauso wie die 5 rituell abgestachtete Leichen. Bloß die Leichen waren halt für die 5. Und die Seelentore, die sind... für der Zugang in den Welt der Lebenden. Für die True Form und für. Ja, für die dunkle Seelen. Oh, jetzt ist sie halt ein bisschen dunkel. Ich hab's. Ah, dann ist da auch nochmal gut. Okay. Perfekt. Wow, Flambeau hilft da mal 0 hier für Licht. Das ist... Naja. Und ab hinein. Und herzlich willkommen im Asyl. Und wer hätte gedacht, im Maschinenblock. Alles schwer bewacht. Ich hab's. Und durch diese Tore sollten dann die dunklen Seelen, die True Forms, durchkommen und dann hier durch das Portal und in die Menschenwelt eingelassen werden und Terror machen. Wie man so schön sagt. Einfach mal umsehen. Sackgasse. Weiter. Ich hab's.
Auch versperrt. Ja, wer hätte es gedacht. Aber hier haben wir ja diesen schönen Schalter, den wir mit Jack-Schlüssel. Aha. Durchgehen. Kurz mal wieder auf den Chat gucken. Ja, also es ist, weil er heißt ja quasi der flinke Jack, Jack the Ripper. So stellt er sich ja im Intro vor. Und da dachte ich mir auch gerade so, beim letzten Male habe ich gegen ihn richtig derbe abgelost. Da dachte ich mir auch so, nee, ich will das nicht doch mal erleben, wie er mir mal eben 6 bis 7 Lebensenergien abzieht. Hopp. Achso, ja, wir haben jetzt Ganache und wir können durch Feuer laufen. Also wir brauchen gar nicht mehr warten, bis diese Fontänen. Und dann ist mir das eingefallen, halt, er kraxelt ja immer an der Decke und lässt sich immer hinter Shadowman fallen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, gut, dann da gab es doch irgendwo so einen schmalen Durchgang, den will ich nutzen. Weil da kann er nämlich gar nicht groß klettern und mich von hinten überraschen. Das geht dann nicht mehr. Ich gehe den anderen Gang mal entlang. Weil da hinten gab es doch noch einen Weg, den ich abgehen konnte. Alter, das sind mehrere True Forms. Oh Mann. Hab jetzt schon keinen Bock mehr. Ab. Hä? Ach, sag bloß, ich bin jetzt. Ja, ich bin dort. Dort rechts ist der Raum mit den True Forms, hundertprozentig. Dann frage ich mich jetzt gerade, ist hier auch offen? Nein. Ich meine, eine Tür, die blieb immer dauerhaft zu, das war so eine Art Sackgasse. Von wegen so, nee, egal was du machst, du kommst hier nicht durch. Okay, dann gegen True Forms kämpfen. Hier lang. Und mir das Gebrüll anhören. Okay, ich glaube, einer bricht einfach so durch. Und der Rest, wenn ich den Hebel aktiviere. Oh, das ist nur einer. Alright, es ist nur einer. Aber erstmal diesen Weg hier oben entlang gehen. Okay. Hebe ich mir mal auf.
Okay, ich mache ja schon auf. Ich wollte es nur ein bisschen vereinfacht haben. Perfekt. Okay, in seine reagiert immer noch. So, jetzt nicht mehr. Ich hasse True Forms. Ich meine, die sehen an sich vom Artwork her richtig geil aus. Und die können eigentlich nicht viel, außer mal eben hier so zuschlagen und so weiter. Und diese dunkle Seelenenergie abfeuern. Aber trotzdem machen die Schaden. Weshalb man die dann doch respektieren sollte. Nein! Der Käfig ging erst auf, das weiß ich. Wenn ich Richtung diesen Ausgang gehen wollte. Oder auch nicht. Ah, okay. Und die zweite dunkle Seele. Die Seelen gehören mir. Kurz wieder was trinken. Gut, hier im Maschinenblock gibt es ja keine Goofies mehr, sondern nur noch True Forms. So viel muss man ja auch sagen. Goofies gibt es ja keine mehr. Die haben es irgendwie geschafft, die dunklen Seelen aus den Goofies zu bekommen. Und in die True Forms. Rein zu quetschen. Ich hab's. So, die Frage ist jetzt nur, hat das irgendwie einen größeren Sinn? Dass wir hier Check gemacht haben? Och, noch. Oh, okay. Der kam aber nicht raus. Einfach so, oder? Ich hab's. So, jetzt sieht man auch mal die True Form in aller Ruhe mal aus der Nähe. Käfig bleibt zu. Aha, da ist der Schalter. So komme ich nicht dran. Schade. Ich dachte, ich könnte ein bisschen tricksen. Oh, really? Na gut. Oh, ich hasse das. Da sieht man eigentlich an. Oh! Der muss drauf gehen. Perfekt. Das war höllisch knapp. Ja. Meine Seelen gehören mir. Alter Schwede, ich habe fast kein Voodoo mehr gehabt. Hätte ich jetzt mein Voodoo versagt und das Ding hätte mich getroffen, boah, ich glaube, ich wäre ein bisschen pissed off gewesen.
Jede Menge Voodoo, sehr schön. Was ich gebrauchen könnte, wäre aber auch Lebensenergie. Oh, Leben am Limit. Okay, das ist die Maschine, wo es so pulsiert. Aber ich glaube, damit hätten wir den schlimmsten Raum des Maschinenblocks hinter uns. Glaube ich. Dort ist die verschlossene Tür und die hätte uns wahrscheinlich gleich direkt da zum Maschinenblock gebracht. Vermute ich mal. Ah, da ist noch einmal. Aber wir haben wieder volle Lebensenergie fast. So. Nummer 2 steht hier. Dann schauen wir mal in Jacks Journal. Genau, Seelenkran, Aufbewahrung mit Echtformwesen, der Fußweg, Zuleitungskabel und so weiter. So, Maschinenpult und Bedienpulte. Nummer 2 sind wir. 1, 2, 4. Das wird jetzt lustig. Ja, das zuerst. Lassen den hier ansteigen auf die 4. Den lassen wir ansteigen auf die 4, dann auf die 5, dann senkt es sich das wieder hinunter. So, 2. Und jetzt noch die 1. Und man sieht da, dieser Kolben hat aufgehört zu arbeiten. Perfekt. Erstes Ziel erreicht. Dann wollen wir zur Kathedrale des Schmerzes. Da segle ich auch noch runter. So. Ich hab's. Lebensenergie wiederherstellen, bitte. Voodoo hätte ich eigentlich auch ganz gerne. Aber ich glaube, die Chance habe ich mehr oder weniger vertan. So. Machen wir weiter. Mit dem Heimwerkermörderer. Das ist auch so mein Lieblings- und Hassgebiet. Das ist Horror pur mit dem Kerl. Und die Musik, die ihr hört, das soll nur ein kleiner Vorgeschmack sein. Aber hier kriegen wir auch wieder ein sehr nützliches Item, wie ich finde.
So, da gibt's eine Kado, allerdings die zu holen, da müsste ich irgendwie hier drauf. Und ich habe keinen Bock, da runter zu segeln. Da bin ich so ehrlich. So, dann wollen wir mal den zweiten Wundspreizer verwenden. Und durch. Und auch hier ist es besser, dass man Shadow Man ist und nicht Michael Leroy. Weil ansonsten kann der Heimwerker-Mörderer Avery Marks kann sonst jederzeit überall und irgendwo auftauchen, wo man es am wenigsten erwartet. Und ja, hier ist es dunkel wie die Sau. Nehme ich doch mal Flambeau. Weil als Michael Leroy, da greift er hier und da mal ganz gerne an. Aber wenn man Shadow Man spielt, also wenn Michael Leroy zu Shadow Man geworden ist, dann überlegen es sich die fünf zweimal im Reich der Lebenden, also quasi ihn anzugreifen. Ja, ihr wisst schon. So, jetzt. Scheint, sind wir im Inneren eines Gebäudes. Verflucht dunkel hier drin. Yep. So, dann wollen wir mal. Wo ist der verdammte Ausweg? Hier, Dr. Mikey! Und hier ist er! Was zum... Sei mir willkommen. Tritt ein, ungehindert und aus freiem Willen. Spiel keine Spielchen mit mir, kleiner Mann. Großer kleiner Mann. Großer kleiner Mann. Hat dir denn deine Mama nicht beigebracht, dass es nicht auf die Größe ankommt? Mich hat meine Mami lieb. Dich aber bestimmt nicht. Mir gibt meine Mami einen Kuss. Dir aber bestimmt nicht. Nein, du kriegst bestimmt keinen Kuss. Komm zur Mami, mein Kleiner! Na los, mein kleiner Süßer, komm zur Mami! Denn unser sind viele! Avery Marks. Gesprochen von Nicolas Cage. So, und wir haben auch einen Teddy Point erhalten. Modern Street in Queens, New York. Quasi ein Hotel, glaube ich. Oder ein Mehrfamilienhaus. So, schauen wir erstmal hier rein. Na. Gut, hier hoch kommen wir nicht. Wer hätte es auch gedacht. Hier hoch kommen wir nicht. Wer hätte es gedacht. Wenn ich das richtig weiß, gibt es hier soweit keine Gegner. Bis auf einen Hund, aber den kriegen wir erst viel später zu Gesicht. Heiliger Himmel! Boah, Menschenhaut. Das wird mir sicher von Nutzen sein. Wunderbar, und wir kriegen endlich die Taschenlampe. Und solche Kerle werden wir noch öfter sehen, solche Leichen. Mit Kassettenbändern, die alle das gleiche sagen. Und er fragt, also Markus 5, Vers 9, und er fragte ihn, wie heißt du? Und er sprach, Legion ist mein Name, denn unser sind viele. Aber wir haben die Taschenlampe. Das ist das wohl nützlichste Item. Hier in Shadow Man.
Ach, ich glaube, ich kam da irgendwie anders ran. Könnte quasi fast meinen, dass hier ist ein kleines Labyrinth-Irrenhaus. Oh ja. Und? Scheiße. Stirb. Gut, aber seltsamerweise sind hier keine Zombie-Hunde am Werk. Schon mal sehr überraschend ist. Aber dass man auch die normalen Hunde hier ausschalten kann. Wie gesagt, normalerweise konnte man die nur betäuben, dass die da liegen. Aber da sind die sofort wieder aktiv gewesen. Naja. Ah, stimmt, genau. Und hier wäre Avery Max dann bei Michael Leroy hier runtergekommen. Und hätte uns dann angegriffen. Dabei bin ich voll erschrocken. Da habe ich doch nicht den Tag zur Nacht gemacht. Und bin volle Möhre erschrocken, als ich hier. Und auf einmal so richtig die Musik abging, kurz so. Und Avery Max so schrie. Und hier ist er. So, Kiste beiseite schieben. Kado. Ja, okay, ja, waren jetzt zwei Hunde. Aber ich dachte, die wären nachts auch Zombie-Hunde. Und jetzt das Beste überhaupt. Oh mein Gott, nein! Jetzt schon wieder Gänsehaut. Hey. Oh, was ist das? Das ist vor allem, der Typ lebt noch. Und normalerweise greift der Typ, sobald wir viel zu nah sind, greift er uns eigentlich an. Wow. Gut, aber wir können hier jederzeit wieder. Ach stimmt, man kann ja, glaube ich, die Glühbirnen kaputt schießen, oder? Irgendwie sowas? Nee, doch nicht. Jede Menge Kanarienvögel. Ich glaube die Kanarienvögel, aber die kann man. Ja. Man hat es gerade mehr oder weniger gesehen. Jetzt nochmal. Die kann man zunichte machen. So, was ist richtig, was ist falsch? Ah, ich glaube, das hier war der richtige Weg. Denke ich erstmal dort lang.
Und hier kam er dann auch runter, der Gute. Also wie gesagt, tags, es ist besser, die Strecke hier als Shadowman zu machen, anstatt als Michael Leroy. Rettet euch nicht nur den Arsch, sondern rettet auch euch. Was? Vor sämtlichen Herzinfarkten. Angel mit roten Augen. Oh ja, von da bin ich gekommen, genau. Dann bin ich ja gleich hier, dann geht's dort hinten weiter. Nicht runterfallen. Ob man allerdings dort hinten rüberkommt, ist die andere Frage. Und die weiß ich auch nicht. Ich glaube nicht. Und sonst darf man den ganzen Weg wieder latschen. Hallo, hallo. Dort geht's einmal lang. Hier geht's einmal lang. Also hier findet man reichlich Kado. Das wäre jetzt richtig geil, wenn ich jetzt noch mindestens 21 Kado finden würde. Weil dann, okay, 20 Kado, dann würde ich den Loa auf alle Fälle nochmal ein Opfer bringen wollen. Wäre an sich ganz geil. Kurz wieder in den Chat schauen. Ah ja, doch, okay, wusste ich's. Ja, ich wusste auf alle Fälle, dass man die kaputt machen konnte. Ich weiß jetzt aber nur nicht, ob es mit der Schattenwaffe ging. Also mit der Schattenwaffe anscheinend nicht. Hier muss doch irgendwo etwas sein. Aber ich glaube nicht, dass ich da unbedingt die Dinger kaputt machen will, die Glühbirnen. Ich glaube, da brauche ich eher eine physische Waffe. Aha. Und der Herr sprach, es werde Licht. Und der Herr sagte, es werde Licht. Oder das. So. Dann spannen wir uns nämlich auch mal die Taschenlampe. Oder das Flambeau. Okay. Verdammt. Okay, geht doch auch mit der Schattenwaffe. Und wirklich nur, wenn's Licht brennt. Ich dachte, das würde nur in der physischen Waffe gehen. Als Shotgun, Uzi oder sonst irgendwas. So. Und jetzt können wir auch den Lift benutzen. Und kommen damit ins oberste Stockwerk. So kann man nicht rüber, das weiß ich. Ich müsste da von der anderen Seite rüber, genau. So, dann... Okay, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich kann den Aufzug runterfahren. Bah. Geschafft.
Perfekt. Ich gehe erstmal hier entlang. Oh, shit. Ich muss gerade überlegen, gab es hier nicht ein Geheimnis? Ja, Mann. Ha! Wusste ich's doch. Jetzt nur 15 Kado und ich bin glücklich, mehr oder weniger. Verdammt. Konnte ich nicht hier hoch? Ja. Nicht schlimm. Holen wir den Aufzug. Und fahren wieder hoch. So, Moment mal, gab es da nicht ein Geheimnis? Da gab es irgendwie eine Position, die war sehr schwer zu erreichen hier. Und da gab es auf alle Fälle ein Geheimnis oder ein Raum voller Kado. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Falscher Weg, zurück zum Start. Jetzt. So. Wir waren ja rechts, denke ich, links entlang. Wunderbar, volles Voodoo. Ach, jetzt kam der. Mist. Die Stelle habe ich wirklich nicht gesehen. Ja, der Bereich ist ja auch geil. Das ist so eine Hassliebe bei mir. Ich liebe dieses Gebiet und ich hasse dieses Gebiet. Hassen tue ich es, wenn es doch Tag ist. Du musst das echt mal testen. Du darfst doch nicht den Schatten über die Menschenwelt bringen und den Wunschspreizer mal hier einsetzen. Glaub mir, dann... Ach. Dann erschrickst du dich noch höllischer, weil Avery Max einfach mal auftaucht, hier und da und so weiter, und dich mal eben über den Haufen knallt. Der taucht einfach random auf, an zwei Stellen, die ich gerade schon erwähnt habe. Links. Da taucht er auf alle Fälle schon mal auf. So, jetzt aber Vorsicht. Dich! Perfekt. Selbst als Michael LeRoy kommt man auf alle Fälle locker bis hierhin. Was? Das ist entsetzlich. Boah, ich will mir echt nicht ausmalen, wie es hier stinkt. Aha. Das wird mir sicher von Nutzen sein. Sehr schön. Akkumulator Nummer 2. Nur noch einen bräuchte ich. Haha. Klar, es gibt insgesamt 5, aber ich brauche nur 3 Stück. So. Also, bis Michael LeRoy, bis hierhin kommt man und nicht weiter. Weil jetzt müssen wir hier das Wasser beziehungsweise die Blutfälle hoch. Oh yeah.
Teufel nochmal! Hier muss ich doch irgendwie rauskommen! Oh, die beste Team überhaupt! Das war's schon. Ach komm. Die Team ist so geil, die müsste eigentlich noch weitergehen. Aber ich meine, die kommt auch noch im Kampf gegen Avery Marx vor. Und wenn ich mich richtig entsinne, sieht man ja manchmal kurz auch Avery Marx. Und dann, wenn man ihn abknallen will, dann haut das sofort ab. Na gut, wir sind vor allem eh gleich am Ziel. Ich muss bloß aufpassen, dass ich nicht gleich den richtigen Weg gehe. Oh mein Gott, nein! Boah! Hallo. Boah, ich hab grad hier Gänsehaut, also. Boah. Noch 8 Kalle. Oh, da ist ja noch einer. Ich befreie dich von deinem Elend. Slaughterhouse lässt grüßen. Von da bin ich gekommen, ne? Ja. Oh, hier hätten ruhig doch Kadoos sein können. Prophetie. Mami hat dich lieb. Oh ja. Sterb. Noch mehr Süße für den Kleinen. Das wird mir sicher. Ja, weniger. Boah, was hat der Shadowman da gesagt? Ich muss mal später, bevor der Stream beendet wird, bevor ich den Stream beende, werde ich dann mal die Ordner aufsuchen mit den ganzen Bosskämpfen. Einmal von Jack the Ripper. Einmal von, wer war's? Halt, von hier bin ich gekommen, ne? Genau. Jack Ripper und jetzt hier Avery Marx. Weil dann sagt, Shadowman. Sagt dann, oh, was sagt er bei Avery Marx? Mach's gut, Kleider. Mann, irgendwie sowas? Oder Mami sagt Krepier? Keine Ahnung. Auf jeden Fall das nächste Seelentor. Links hier ist es hell genug.
noch 6 Kado. Schade. Naja. Und. Huh. Wir sind wieder im Maschinenblock. Diesmal ein komplett anderer Ausgang. Really? Ich dachte, ich hätte dich. Jetzt stirb. Viel Glück finden wir hier noch Kado. Aber es glaube ich kaum. Verschlossene Tür mal wieder. Nehmen Sie Energie Voodoo. Hier müssen wir dann später rüber. Gucken, was es hier gibt. Verschlossene Tür. Sehr schön. Gab es hier nicht noch... Ah, ich wollte schon sagen, hier gab es doch noch irgendwas. Ja, okay, Voodoo halt. Lebensenergie zwar auch schön. Nehme ich halt jetzt mal mit. Perfekt. Was hat dieser Schalter nochmal gemacht? Hat er die Türen an der Seite geöffnet? Ach nee, das hat er gemacht. Okay. On top. Ach, der hat beide Wege hier, glaube ich, frei gemacht hier. Also links und rechts. Schau ich erstmal rechts rein. Ich sehe was, was ihr nicht sieht, und das nennt sich True Form. Die Frage ist jetzt nur, sind hier zwei oder eine True Form? Ja, das weiß ich selber. Da brauchst du nichts spoilern. Das weiß ich selber. Das hier. 3 und 2, 1, 1, 2, 4 haben wir. Da brauchst du nichts spoilern. Das gibt mir alles Jacks Journal her. Guck jetzt mal, was hier links ist. Okay. Kamera etwas zu... Oh, zwei True Forms. Wo öffnet sich jetzt der Käfig zuerst? Puh, Glück gehabt. Das lief recht gut.
So, da wollen wir mal Kreatur Nummer 2 freilassen. Weiß noch nicht mal hier vorgedreht. Und schon beschießt er mich. Ja, perfekt. So. Gut. Bin nur ein bisschen angekratzt, nicht viel. Dies ist Voodoo. Dem Sinne geht es auch wieder voll. Gut, ich weiß doch, wo ich Kado holen könnte, da wir ja die Kalebasse haben. Ach, sieh mal einer, guck, wo wir sind. Hier waren wir doch schon. Allerdings entweder dort hinten oder irgendwo dort hinten. Hier unten drunter waren wir, glaube ich, nicht. Hätte ich mal bei Jack ein bisschen aufgepasst. Alter, mal, hier war doch auch eine True Form? Fragezeichen. Oder waren hier Gegner im Allgemeinen? Nee. Komisch. Ich dachte, hier wäre noch ein Gegner oder eine True Form gewesen, aber ist mir recht. Weniger Gegner, mehr Spaß für mich. Nummer 3. 312. Dieser Maschinenblockteil hat aufgehört. Wunderbar, hier sind wir ebenfalls fertig. Dann wieder zurück zur Kathedrale. Und diesmal den Pfad des Echsenkönigs gehen. Weil wie gesagt, Milton Pike und Cruz, die sind miteinander verbunden, kann man sagen. Really? Musst du jetzt hier die Fässer anvisieren? Oh nein. Oh nein. Also. Gut, der hat jetzt auch reagiert. Weil dann muss ich nicht extra zu Cruz hingehen und zu Milton Pike. Weil dann kann ich das nämlich in einen Durchlauf machen. So, stimmt ja. Oh, das ist auch einer der entspanntesten OSTs überhaupt. Diese Art Mönchsgesang. Thank you.
damit wird der letzte Wunschspreizer verbraucht. Ich glaube, dieser Weg ist verdammt lang. Also so ähnlich wie bei Jack. Aber wir werden noch das eine und andere finden. Was ist das? Ich glaube, wir sind bei der Kantine? Nee, nicht bei der Kantine. Keine Ahnung, wo genau wir gespawnt sind. Aber hier geht die Hölle ab. Hier ist die Hölle los. All die Toten hier. Halleluja. Ah, wie war denn das hier nochmal? Ja, da wachen die mal einfach wieder auf. Jetzt will ich mal was testen. Die ging kaputt. Das gibt's doch nicht. Normalerweise sacken die nur zusammen. Selbst wenn man die Schattenwaffe hier ordentlich benutzt. Die sacken dann nur zusammen, aber man kann sie nicht töten. Alter Schwede. Das Ding ist sowas von zensiert. Hey Jungs. Erwacht. Alles kopflose, hey. Ja, jetzt. Und normalerweise musste man vor denen fliehen. Und hat keine Zeit, sich zum und hat keine Zeit gehabt, um sich umzuschauen. Die lassen aber viel Lebensenergie fallen. Will ich mal anmerken. Und ich meine, irgendwo hier gäbe es auch noch ein Geheimnis. Dieses Lied, wo gerade läuft, ist eigentlich auch eines meiner Lieblingsteams. Allgemein hat Shadow Man eigentlich einen recht guten Soundtrack. Wo ich sagen muss, geil. Hut ab. Lebensenergie und Voodoo. Zeichen des Echsenkönigs. Oh, sehr schön, noch vier Stück. Huch! Bist du jetzt der von da unten? Nee, bist du nicht. Nur noch drei Kado. Auf der einen Seite finde ich es ein bisschen echt schade, wie knallhart die das zensiert haben. Auf der anderen Seite muss ich sagen, boah geil, ich kann alle umlegen und ich kann mich in aller Ruhe umsehen. Marco Cruz. Nee, doch nicht. Yep. Heli mit einer Schattenwaffe angreifen, ist klar. Macht Sinn. Aber auf jeden Fall ist das hier der richtige Weg, glaube ich. Okay, das ging ratzfatz. Weil ich dachte, hier wäre jetzt gleich Marco Cruz. Hm.
vielleicht mal hier entlang. Jawohl. Aha, hier war das Geheimnis. Was auch immer es war. Da gucken wir auch dann später nach. Kurz gucken. Ja, eben. Ich bin hier auch halt. Wie viel Uhr? 20.11 Uhr, okay. Das heißt, ich habe jetzt noch 49 Minuten Zeit. Und dann ist Feierabend. Ja, eben. Weil normalerweise, die kann man ja normalerweise nicht umbringen. Und holy shit, habe ich da als Bub geschrien. Und bin ich da vor denen weggerannt. Sag mal, alle Wege scheinen irgendwie richtig zu sein, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall sind wir hier am Außenhof jetzt. Hier muss doch irgendwo etwas sein. Yep. Und zwar hier. Das wird mir sicher von Nutzen sein. Bisschen makaber, aber genial. Genauso wie in Doom, also dem neuesten Doom, die Codekarte. Der letzte Schlüsselgegenstand. So, was haben wir jetzt? Wir haben wenn noch L'Eclipseer, die Teile, Prisma. Dann kriegen wir hier noch eine Waffe durch die Akkumulatoren. Das Buch der Schatten, keine Ahnung, was hier war. Ach, stimmt ja. Zwei Waffen kriegen wir noch auf alle... Ne, drei Waffen insgesamt. Noch eine Shotgun auf alle Fälle. Dann kriegen wir noch eine Uzi und eine Maschinenpistole. Dann kriegen wir hier noch eine Waffe. Hier war das Prisma, L'Eclipseer, das Buch. Dann fehlen eigentlich noch ein paar Sachen. Wenn man so möchte. So. Stellen wir alles auf grün. Halt! Mir ist gerade was eingefallen. Habe ich vielleicht jetzt am Anfang da die eine Tür geöffnet? Da war doch so eine Art Tür. Und ich weiß... Nee. Hä? Moment. Ich glaube, ich meine mich zu erinnern. Aha. Ich dachte, irgendwo war hier doch ein Geheimgang. Umgucken. Hier hoch. Genau, hier wollte ich hin. Ich dachte schon. Hier stimmt doch etwas nicht. Jawohl, ja. All hail to me. Diesen Akkumulator kann man eigentlich auch mehr oder weniger recht flott übersehen, wenn man hier nicht einigermaßen gründlich ist. So, jetzt kommen wir hier raus, genau. Und jetzt erwarten die hier. Perfekt.
Vor allem damals, als Bub, bin ich nämlich gleich nach dort hinten gerannt und nicht nach dort hinten. Und habe auch dementsprechend nicht die Codekarte gehabt. Oh, war ich ziemlich angepisst, dass ich nochmal wieder zurück durfte. Diesen verdammten ganzen Weg wieder entlang. Nur um festzustellen, shit, ich brauche irgendwas. Aber was? War hier der richtige Weg? Bin ich gerade erschrocken. Ich muss aufpassen. Naja. Ich glaube, hier war der richtige Weg. Erstmal gründlich umgucken. Weil ich meine, im Wachhäuschen gäbe es nämlich was. Gab es da nicht die Uzi? Oder die Maschinenpistole? Aber zwei oder drei Secrets hier allein? Na, bin ich mir unsicher. Komm, jetzt nur noch zwei Kados. Dann bin ich der glücklichste auf Erden. Ich werde eh nicht alle Kados bekommen. Oder holen, besser gesagt. Weil in der Kathedrale des Schmerzes gibt es ja noch, glaub, ein paar Kados, die ich nicht holen wollte, unbedingt. Ich muss es öffnen. Ah ja, und dorthin ist schon Marco Cruz. Okay, da erwacht doch nicht. Jetzt aber. Gerade noch so reingekommen. Ich muss es öffnen. Und da war der Heli, glaube ich. Schade, ich dachte, hier wäre noch eine Shotgun. Kommt aber noch. Ne, die kommt später, die Shotgun. Okay, Munition. Und Lebensenergie. Erstmal ist Asson zur Hand. Und jetzt ist der nächste der Fünf an der Reihe. Drei haben wir noch vor uns. Marco Cruz mit dem Pike. Ich muss es öffnen. Und Dr. Victor Petrakian. Warum? Ich weiß, man konnte das in einem Zug durchmachen. Weil ich wollte gerade sagen, das macht ja null Sinn. Wenn ich das hier aktiviere. Und ich hier bloß wieder rauskomme. Es sei denn, ich muss hier hinten. Aber das glaube ich nicht, weil hier gab es ja nur das Secret. Verstehe. Sicher, ob ein paar einfach tot blieben. Sporthalle. Yes. Nur noch eine Kado. Aber ich gehe jetzt noch nicht zurück ins Wüsteland zum Tempel des Lebens, weil ich hier noch keinen Teddy Point habe. Um euch schlagen, aber nicht schießen. Wollte gerade sagen, lebt nicht noch einer? Yes! Die nächste Energieleiste ist uns sicher. Frage ist nur, was war hier? Och, ja.
Moment mal, gab's hier nicht ein Geheimnis irgendwo in einem der Duschräume drin? Bloß nicht die Seife fallen lassen jetzt. Ja gut, komplett sinnlos war der Raum nicht. Aber ganz ehrlich, zwei K.O.? So, erstmal weiter umschauen. Erwachet. Really? Ach, wenn ich wahrscheinlich da drin war. So, ich glaube, damit öffne ich den Bereich zu Marco Cruz. Bin mir aber unsicher. Hey, es wird nicht geschossen. Auf mich zumindest. Müsste auch der da drin erwachen. Der dort. Man kann sagen, wo komme ich hier hin? Ach. Sagen. Okay, ich bin ein bisschen, also von der Zensur her bin ich sehr enttäuscht von der Steam-Edition. Auf der anderen Seite finde ich das so genial, dass man die alle niedermetzeln kann, damit man sich in aller Ruhe auch mal umgucken kann. Weil als Kind oder ja, bei der unzensierten Version konnte man sich null umgucken. Ja, soll, Bruder. Dann nehme ich diesmal nach vor. Und am besten ins Seine. Bleib hier! Deine Seele gehört mir. Normalerweise müsste jetzt Shadow Man sagen, Elvis hat das Gebäude verlassen. Also Elvis has left the building. Aber wie gesagt, kurz vor Streamende gehe ich die Sounddateien, suche ich sie kurz raus und gehe sie mit euch durch. Halte mal. Nee, das dort war Milton Pikes Gebiet. Mit dieser einen. Nicht Marco Cruz. Wo wir nicht weiter kamen. Aber ich glaube, hier von Marco Cruz kommen wir auch locker zu Milton Pike. Die waren quasi fast zu Gebietsnachbarn. Wenn man das so möchte. Na gut, rein theoretisch könnte ich jetzt eigentlich auch ins Wüste Land oder dann von der Kathedrale des Schmerzes aus hierher zurückkehren. Aber da müsste ich mich wieder durchmetzeln. Das wird mir sicher von Nutzen sein. Und damit hätten wir die 0,9 SMG, also die Uzi.
Oder sind wir jetzt im Kreis gelaufen? Ich muss es öffnen. Ich glaube, die bleiben tot. Ich höre... Achso, halt. Ist das jetzt Marco Cruz? Leiche oder... Erwache. Erwache. Warum erwacht ihr nicht? Verstehen einer, wer will. Volle Lebensenergie, sehr schön. Jetzt brauche ich nur noch wieder volles Voodoo. Und ich bin glücklich. What the hell? Okay, gab's das in der normalen Version auch, in der unsezierten, dass sowas passiert ist? Ich meine, mich nicht daran erinnern zu können. Dass sowas passiert ist. Wie gesagt, ich genieße gerade einfach nur den Vorteil, auch mal erkunden zu dürfen. Ah, kleine Spielehalle. Ja, perfekt. Ich wusste es. Diese armen Wirren. Gut, das wird die doch von ihrem Leid erlösen. Damit öffne ich jetzt bestimmt diese eine Zelle, mehr oder weniger. So, hier ging es ja zu Marco Cruz, ne? Sag ja. Ja. Weiß nur noch nicht, ob ich doch mal zurückgehen musste für Milton Pike. Hm, wo ist hier jemand erwacht? Ach ja. Und jetzt erwachen auch die auf einmal. Aber warum? Das ist doch unnütz. Dann die schon früher erwachen müssen. So. Kurz mal wieder in den Chat gucken. Ja, das sehe ich ja gleich. Ob ich nochmal zurückgehen musste oder... So, ich glaube hier entlang. Ach nee, halt mal. Ja, doch, 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 ich musste nochmal zurückgehen. Weiß ich wieder. Ich weiß nicht, der Schalter war irgendwie hier irgendwie komplett am anderen Ende und damit hat man den Zugang zum Milton Pike dann
sich freigeschaufelt. Ja, wir sind definitiv richtig. Ansonsten würden hier nicht die Leichen aufstehen. Aber wie gesagt, normalerweise konnte man die null besiegen. Die sind erwacht. Und dann bist du eigentlich nur noch von denen weggerannt, weil du die nicht besiegen konntest. Egal wie mächtig du warst als Shadow Man. Ich gehe nochmal kurz da entlang. Yep. Dann möge gleich hier der Vietnamkrieg losgehen. Wird Zeit, dass du endlich krepierst, Jungchen. Hätte, Shadowman hier gesagt. Die dunklen Seelen gehören mir. Oh, auch eines der geilsten Teams überhaupt. Ich bin jetzt mal mit Absicht leise. Und mach mal kurz lauter. Das ist so genial, die Team. So richtig schön mit Gitarre. Ja. So. Und es geht fast die ganze Zeit so weiter. Ich muss sagen, oh, wunderbare Team. Hier unten muss doch etwas sein. So. Das wird mir sicher von Nutzen sein. Der nächste Akkumulator. Marco Klus hatte aber keinen Akkumulator, meine ich. Zumindest habe ich da keinen entdeckt. Na gut, aber wir haben jetzt auch 4 von 5. Und der letzte ist beim Echsenkönig. So, wenn ich mich nicht täusche, aber ich täusche mich ja ganz gerne, gab es hier auch ein Geheimnis. Sehr schön, Kadeau, Leben. Und top. Oh ja. Konnte man die auch besiegen hier? Tatsache. Auf jeden Fall sind wir jetzt im schlimmsten Gebiet überhaupt. Im Todestrakt. Wir sind quasi auf dem richtigen Weg zum Echsenkönig.
Arzt hat mir Rotlicht verschrieben. Nun bin ich in Texas Garland County im Todestrakt. Scheiße, das muss doch irgendwie aufhören. Ich muss es öffnen. Yay, double the shotgun. Die ist eigentlich ganz gut, wenn man im Rhythmus schießen will. So links, rechts, links, rechts, links, rechts. So im Takt. Ich hab's. Dann passt das. Und jetzt können wir auch 100 Munition tragen. Huch. Hey, hey, nicht schießen. Ah, ich glaube, hier war dann die Leichenhalle für den Todestrakt, nachdem die Mörder hier alle ihrem tödlichen Gericht. Das muss doch irgendwie aufgehen. Oh ja, dort geht es zum Echsenkönig. Ich hätte aber nicht gedacht, dass wir doch so schnell und so gut vorankommen. Und da unten sitzt er, Dr. Victor Batrakian, auf dem elektrischen Stuhl. Quasi sein Thron. Bevor du runtergehst, geh nochmal ganz nahe zum Tisch, da gibt's die zweite MP. Ja, ich muss doch mal nochmal zurückgehen und gucken. Aber ja, ich glaube nicht da, wo die Shotgun war. Da gab es, glaube ich, nur die Shotgun, aber nicht die MP. Und wie gesagt, ich dachte, bei Milton T. Pie gäbe es eigentlich noch ein Geheimnis, dass man irgendwo in so eine Zelle reingeht. Wer wird denn gleich den Kopf verlieren? Och, Junge. Ja, hier einer der Zellen. Richtiger Ort für ein Massaker. Aber ja, wie gesagt, normalerweise kann man die nicht töten. Typisch Team. So, welche Zelle? Komm schon. Irgendwo hier gab es doch ein... Jawohl! Oder drückt mich meine Erinnerung? Na, das sehe ich ja gleich. Verlier deinen Kopf. Und jetzt befreie ich dich von deinem Elend. Sag mal! Oder es ist natürlich der letzte Raum.
What? Ach, das ist ja noch einer. Ach scheiße, hier unten ging es ja auch weiter. Gut, kann sein, dass auch hier vielleicht das Geheimnis ist. Weil wie gesagt, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, dann gab es hier irgendwo ein Geheimnis. Es sei denn, die Geheimnisse befinden sich auf einmal doch auch woanders. Ich würde sagen, jetzt sag mal bitte nicht, dass hier, na also, zwei in einem Raum sind. So, das konnte ich ja nicht öffnen. Noch in die anderen Räume reingucken. Shotgun-Muni. Nochmal Shotgun-Muni. Okay. Ich meine aber, es gab hier irgendwie so eine Art Ding, wo ich hier öffnen konnte. Es sei denn, ich bin am falschen Ort. Kann natürlich auch sein. Dann gehe ich halt den normalen, regulären Weg wieder zurück. Halt, hier bin ich doch richtig. Ist auch irgendwie... Es ist irgendwie... Ich weiß nicht, ob es Ironie sein soll. Leute, die im Todestrakt sind. Und dann hier so eine Kapelle. Eine kleine Kirche. Wo sie nochmal zu Gott beten können. Das ist unglaublich. Sehr schön. 5 Akkumulatoren. Eigentlich hätte ich nur 3 gebraucht. Aber komm, wenn schon, denn schon. So sagt man ja. Drin. Gott, hier schon mal nix. Scheiße, das muss doch irgendwie aufgehen. Das ist doch ein Witz. Huh, da bin ich gerade erschrocken. Gehen wir halt den normalen, regulären Weg. Hier war ja nichts mehr. Gut. So, schauen wir mal. Vielleicht sollte ich auch mal die Taschenlampe benutzen, ne? Die ist so schön hell. Hier schon mal nix. Und hier aber müsste doch angeblich... Da ist aber keine zweite MP. Gehe ich halt mal noch weiter zurück. Weil hier war ich ja noch nicht. Jetzt müsste ich bei der Kapelle den Eingang geöffnet haben. Also den Durchgang. Ja, oder hier. Und das Ding mit der Kapelle. So, aber jetzt bin ich schon viel weit zu weit zurück. Glaube ich, meine ich zu behaupten. Und das hier ist ja kein Assassin's Creed, wo man einfach wieder zurück hochklettern kann.
Oder man kriegt die MP erst später hier, wenn man wirklich alle Gitter geöffnet hat. Das kann natürlich auch sein. Kurz wieder in den Chat gucken. Oh, gleich 21 Uhr. Achso. Ja gut, ist nicht schlimm. Wenn wir die MP nicht haben. Ist eh kein 100%. Das ist eigentlich ein ganz normaler Casual Run. Ich könnte eigentlich jetzt nur noch hier fertig machen. Achso, stimmt. Ich brauche, glaube ich, nicht mal 120 dunkle Seelen, um Legion zu vernichten. Das hat sich gut angehört. Tego, danke für deinen Host. Hab ich's doch richtig gewusst. Ich hoffe, Tego, du hattest heute auch einen mehr oder weniger guten Montag gehabt. Kurz vor Feierabend, wenn ich das mal kurz anmerken dürfte. Ich denke mal, die Zeit reicht auf alle Fälle noch aus für den Echsenkönig. Hier diesen Gang geöffnet. Jetzt gehe ich aber erstmal da oben weiter. Weil ich meine, dort hinten hat man jetzt den Gang geöffnet zum oberen Stockwerk des Echsenkönigs oder auch nicht. Ach nee, halt mal, da kommt man später hin, nachdem man den Echsenkönig vernichtet hat. Und oben gab es dann auch noch das eine oder andere recht gute Zeug zu finden. Kado, glaube ich. So. Lebensenergie ist voll, Voodoo ist voll. Was hier wohl ist? Möge der Spaß gleich beginnen. Kleiner Fun Fact, ich könnte jetzt die Waffe aufladen und auf ihn schießen. Ich glaube, da geht sofort die Cutscene los. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Das heißt, kann ich irgendwas für Sie tun? Ja, du kannst tatsächlich was für mich tun. Und das wäre bitte? Du kannst mir verdammt nochmal aus dem Weg gehen. Ah, das wird wohl leider nicht möglich sein. Hey, alles ist möglich doch. Oh, tut mir leid, habe ich keinen Menschen gesehen. Kleiner Fehler meinerseits. Du bist ja gar kein Mensch, habe ich recht? Habe ich nicht recht? Sie erwarten doch wohl keine Antwort auf diese Frage. Stimmt, über dich weiß ich ohnehin schon Bescheid. Du hältst dich für unheimlich, mein Lieber. Sieh dich nur an, selbstzufrieden wie du bist. Du Held deiner eigenen mitleiderregenden Machtfantasie. Und dabei bist du doch nichts als ein weinerliches kleines Baby, stimmt's? Ganz tief in dir drinnen, immer vor Angst, ist dir in dein kleines, beruhigtes Höschen. Ach, hören Sie schon auf! Nur ein fiepsendes, kotzendes, nacktes Baby, da ganz tief in dir drinnen. Passen Sie auf, dass Sie Ihre Metaphern nicht durcheinander werfen. Also geh mir schon aus dem Weg, kleines Baby. Ein zweites Mal sage ich es nicht. Nein, ich gehe nicht aus dem Weg. Ganz bestimmt nicht. Wissen Sie, wer ich bin? Na, wissen Sie's? Mein kleines Baby bist du. Nennen Sie mich nicht so. Ich bin der Todesengel, der Echsenkönig. Sehen Sie nicht, was ich hier bewirkt habe? Sein Königreich habe ich hier auf Erden errichtet. Ich bin der Führer der Fünf. Sie sollten mich fürchten. Fürchten sollten Sie mich. Du tust mir so leid. Das war jetzt aber nicht sehr nett, oder? Ich werde sitzen zur Rechten des Herrn, haben Sie das gewusst? Denn unser sind viele, war Ihnen das klar? Sie Stück Kot, Sie nichts! Und nun die Apokalypse, das Ende
Dinge. Ihre Voodoo-Schlampe hatte recht, mein lieber Michael, das Ende naht. Und es kommt schneller, als Sie denken. So, und damit geht jetzt auch der richtige Kampf los. Flambeau. Dieser Mistkerl ist verdammt rasend schnell. Und hält, glaube ich, auch verdammt viel aus. Hat er mich jetzt echt nur einmal getroffen? Hier müsste eigentlich Shadowman sagen, mach's gut, kleines Baby. Tja. Und damit hätten wir die Vorboten der Apokalypse erfolgreich ausgeschalten. Ach, da oben hat's nur Fässer, okay. Bin mir aber unsicher, ob es dann nicht noch halte mal. Das ist mir gerade in den Sinn gekommen. War da nicht doch mein Geheimnis, sobald ich durch diese Tore gegangen bin? Gehen wir nochmal zurück. Auf jeden Fall. Oder auch nicht. Und das war einfach ein sicherer Rückzugsort, damit ich mich nochmal heilen konnte beim Echsenkönig. Auf jeden Fall haben wir jetzt alle Orte freigeschalten. Gardel County. Schauen wir mal. Ja, hier Gardel County Gefängnis. 3 von 3 dunkle Seelen. Uns fehlen quasi nur noch 6 dunkle Seelen. Und die sind alle hier drin. Perfekt. So, dann aber zuerst gucken. Wie spät ist es nochmal? Ja, ich habe aber auch okay, Moment. Ganz kurz. Tego, ja, glaub mir, ich bin auch kaputt, deswegen werde ich gleich selber den Stream beenden. Ja, und das mit dem Musikvergleichen, das mache ich das nächste Mal. Aber es ist noch nicht 21 Uhr, deswegen will ich noch ganz schnell. Wohin? Grunz. Schrei. Flambeau, bitte. Perfekt. Muss gerade überlegen. Hier entlang. Hier entlang war es, glaube ich. Das war mich wieder heilen. Das war nicht dieser Raum, sondern, glaube dieser Raum. Ja, perfekt. Hier wollte ich hin. Hier brauchen wir nämlich die Akkumulatoren. Wie gesagt, eigentlich bräuchte ich nur 3 Stück. Aber passt. Einmal. Einsetzen. Das nächste einsetzen. Das nächste einsetzen. Und wir haben das neueste Item. Toll, ohne Ansage. Ja, ganz toll. So. Ja. Und haben gleich sofort volle Munition. Okay. Das ist mir auch neu. Aber ist mir recht. Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, dürft ihr vorstellen, die letzte perfekte Waffe neben der Schattenwaffe
den Violator. So, wir haben alle Orte. Wie gesagt, es sind nur noch 6 dunkle Seelen. Und beim nächsten Mal werden wir auf alle Fälle den Stream beenden. Allerdings nicht morgen. Denn morgen kommt nämlich das erste Preview. Highlight, Ankündigung und so weiter. Kommt ein Video von Steve. Feiert Premiere. Ja, hier haben wir ja alles soweit. Da müsste ich nur noch... Komm, das machen wir noch schnell. Wüstes Land, dann vergesse ich das schon mal nicht. Dann können wir nämlich beim nächsten Mal zurück ins Gardel County Gefängnis. Ich pfeife da jetzt einfach mal auf die MP. Weil die hilft eigentlich nur im Reich der Lebenden. Und das war's. So. Die 3 Altäre habe ich schon benutzt, dann noch diesen Altar. Diese Gaben bringe ich euch da, o huldvolle Loa, o großmütige Loa. Ein spiritueller Handel für weiteres Leben. So, und rein theoretisch müsste ich jetzt nur noch 100 Kado sammeln. Weil dann haben wir auf alle... Nee, halt 512 oder 5... Nee, ah, jetzt habe ich schon wieder vergessen. 512 oder 516. Auf jeden Fall, wie gesagt, beim nächsten Male... Jetzt ist gleich Feierabend. Beim nächsten Male machen wir hier weiter. Da kreise ich hier schon mal hin. Speicher ab. Und dann werden wir sehen, was dort hinten rechts ist. Wir haben die Führer der 5 besiegt. Haben somit die, also die Vorboten der Apokalypse, haben wir besiegt. Und, ja. Dann geht es nur noch hier weiter mit dem Maschinenblock. Also über Gardel County Gefängnis. Dann Maschinenblock. Dann reisen wir kurz nochmal zurück zu den Markttoren, um etwas abzuholen. Und dann geht auch schon hier der finale Kampf los. Und dann denke ich mal, werde ich auch die ganzen Videos zeigen, so von wegen unzensiert, also wirklich extrem unzensiert und wegen zensiert. Dann passt das Ganze. So, gespeichert ist schon mal. Dann den White Screen aktivieren. Sehr schön. Dann haue ich nämlich noch die Commands raus. Ja, fand ich auch. Also ich muss sagen, wir haben ganz gut was erreicht. So. Falls noch nicht getan, auf Twitch könnt ihr uns oben rechts followen. Einfach auf das Herzchen klicken und damit kriegt ihr auch Bescheid, wann wir einen Livestream starten. Ihr könnt, und ansonsten solltet ihr einen Livestream verpassen. Ist nicht schlimm, ist nicht tragisch. Auf YouTube gibt es das Ganze nachzuholen. Dort wird das dann rübergezogen. Boah, ich sehe gerade, ich habe ausgelassene Frames 5524. Das bedeutet, die Verbindung... Oder der Stream, der muss mal kurz irgendwie ein bisschen gelaggt haben. Oder die Verbindung war halt mal ein bisschen scheiße. Aber im Großen und Ganzen alles in Ordnung. So. Und ansonsten, wie gesagt, auf YouTube könnt ihr uns folgen. Dort laden wir die ganzen Streams rüber und hoch. Auf Facebook könnt ihr uns folgen. Da gebe ich normalerweise bekannt, wenn Livestream startet. Und, ach so, nee, Quatsch, nicht Twitch. Ah. So, ebenso könnt ihr uns auf dem Twitter-Account folgen, der ist so inaktiv, der werdet ihr vergessen haben, dass ihr uns dort followt, genau. Ansonsten, wenn ihr Discord habt und ihr wollt uns beitreten, dem Axolotl-Kult, joint doch einfach. Allerdings habt ihr 10 Minuten Maulkorb, kriegt ihr erstmal für 10 Minuten Maulkorb verpasst, bevor ihr irgendwas machen könnt. Ganz einfach, weil jede Menge Bots ihr Unwesen treiben und Virenlinks posten und das wollen wir damit vermeiden, genau. Und ansonsten, nach den 10 Minuten könnt ihr mit uns chatten, könnt mit uns quatschen oder ihr könnt mit uns Spiele spielen, zum Beispiel wie GTA 5. Vorausgesetzt, ihr habt Discord, ihr seid da auch aktiv. Vorausgesetzt, ihr wart eine lange Zeit im Twitch-Chat aktiv und ihr habt GTA 5 und ihr seid mindestens 18 Jahre alt, dann könnt ihr mit uns auch im Online-Modus zocken, für den einen oder anderen heißt. Wie gesagt, nur diese 3 Spezifikationen sollt ihr erreicht haben. Mindestens 18 Jahre alt, ihr sollt auf Discord bei uns sein und bei Twitch
Wir nehmen nicht sofort immer jeden auf, deswegen wollen wir euch erstmal kennenlernen, bevor dies, das, sel und je. Und ansonsten, wenn ihr wissen wollt, was haben wir gespielt, welche Spiele spielen wir gerade, welche Spiele könnten noch kommen, auf dem Google-Link findet ihr die Antwort oder ihr macht's ganz einfach bei Twitch, ihr scrollt runter und könnt dort die jeweiligen Banner anklicken, dort werdet ihr weitergeleitet. So, Feierabend, Ladies und Gentlemen, Boys und Girls. Und dann gibt's jetzt noch schnell beruhigende Abschiedsmusik. Und ich würde sagen, morgen sehen wir uns nicht direkt. Ich rede da noch mal mit Steve, ansonsten einfach bei Facebook und Twitter, Facebook und Discord, da gebe ich dann Bescheid, wie, wo, was und so weiter. Und ansonsten sieht man sich vielleicht morgen wieder, auf jeden Fall bei der Premiere. Ansonsten sieht man sich, wie gesagt, morgen oder spätestens am Mittwoch. Dann werden wir Shadowman fertig machen. Gut. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Nacht und für morgen, den Dienstag, wünsche ich euch alles Gute. Wünsche ich euch einen guten Start in den Tag, auf dass er auch recht schnell, damit ihr alle vor allem hitzefrei durchkommt, ohne zu schwitzen, ohne irgendwie sowas. Genau. Euer Malkaf von den Online Game Masters. Ciao und bis dann.